Blick auf Wien von einer der westlichen Höhen des Wienerwaldes, etwa bei Hütteldorf, Spätherbst 1918. Rauch und Nebel über der Stadt, irgendwo ein einsamer Baum, an diesem hängt bald Ottmar Brandstätter, Rittmeister AD. Er hängt, pendelt im Wind hin, her, hin und her. Warum zurück? Durch diesen Abgrund wieder hinauf. Nur klar, so riss es sich hinab. Hier am Hals die Bilder der Kindheit schwebten vorüber am dunklen qualvoller Wirbel. Was reißt ihr zurück mich? Schon schwand mir alles. Nicht erlischen nach dem Ort.
habt mich abgeschnitten? Hängen lassen wär besser gewesen. Es darf man doch nicht sagen, Herr, und ins Lacken lachen, sonst uns einig wollen. Ertrunken werden's hallo. Drin liegen lassen wär am besten gewesen. Aber Herr, wer wird denn jetzt sterben wollen, wo doch der Krieg zu Ende ist? Es sind genug sterben vier Jahr lang. Das ist es ja, dass wieder Frieden ist. Drum wollt ich sterben. Die ganzen Jahre hat der Tod mich aufgespart, damit ich das erlebe. An allen Fronten hab gekämpft, gelebt wie ein Hund, Menschen geschunden, hingemordet. Was Vaterland geschlagen, der Kaiser verjagt, und bei ihm auch alle Hoffnung, die das Leben mir gab. Der Herr war Offizier. Ja, da glaube ich schon, dass sie den schwer tun. Immer hat man sie nicht leicht gehabt mit euch. Hoffentlich kennt sie alle. Wegschlaut, du bist der Rucher. Aber heute ist es schon. Ich schaue alle Rucher. Wir werden es nicht besser machen, wenn wir uns alle aufhängen. Das ist es alles. Es gibt eine Frau, die ins Haus, als wäre ihr Weg nicht tot, und beichtete im Jenseits. Um dieser Frau willen trug ich alles fern, und ihre Liebe kannte sich mit. Im Glanz hat sie stets geweht, im Glanz meinte ich zurückzukehren. Ein Ausgestoßener, ein Bettler von Pöbel gehetzt, das bin ich. Samenrapport. Vielleicht holen wir später, wird euch tot. Ist Ihnen ein bisschen besser? Ja, dann kommen Sie ja schon uns nach Haus. Auf ein Schlucken ein, wir kriegen ja ein Schlucken Hallo. Kommen Sie Pferde, hilft dem Herrn. Kärntnerstraße gegen Abend. Die Pülcher proben die Revolution. Aus der Ferne hört man ein Bruchstück der Marseillaise singen.
Wie geht's dir? Bist du gut nach Hause?
gekommen. Zigarette. Danke. Schlecht. Aber wieso? No, du weißt, in Budapest wird der Wind heute sehr rot. Und ein Mensch, wo gehabt hat Untersuchung wegen dem Missachtung von Säugern, der hat sich weiter nicht nach Haus. Ja, ja, solche Sorgen haben wir alle. Meine Arbeiter streiten, wollen Geld. Ich trief den Ton nicht mit diesen Leuten, bin zwar ein guter Kerl, was weißt du, aber so geht mir doch die Galle raus, wenn die einen der Reiche geht. Herr, ist dir vielleicht für deine kameradschaftlichen Dienste ergebens an? Erstens, das ist eine Idee. Du bist nie geschaffen für diese Position. Mit deinen Beziehungen, du wirst mir alles richten. Red mit den neuen Schachmärgen. Gut, sollst du es bei mir haben. Danke dir, lieber Verein. Ein martialischer Edelmann, wir lassen nie vergessen. Apropos, brauchst du vielleicht Zucker oder Spiritus, Benzin für dein Auto, hast du genug Schuh oder willst du einen Bocken, gell? Was? Das hast du alles? Alles verschafft dir der ergebene Diener. Also schaff mir zuerst Kapital fürs Geschäft. Ich werde dich auch umschauen, wer ist so unter Menschen. Hat mich immer gern gesehen. Dort treffe ich Leute. Stille Straße mit vornehmem Palais, etwa Reißnerstraße. Eine Kaminecke im Stil der 80er Jahre im Palais Torreggiani. Elisabeth Torreggiani, Gräfin Ade und Nora Rittinghaus lesen Zeitungen. Thank you.
Schokolade nehmen, den Freddy Kopfreiter. Schaut sehr gut aus, hat sich direkt erholt im Krieg. Merkwürdig, die ganze Zeit im Auto zwischen Dolomiten und Piave. Weißt du auch, was er mir gesagt hat, dass er dich heute besuchen wird? Weißt du, das ist der Mann der Zukunft. Der hat die richtige seelische Einstellung. Ich glaub, ich seh ihn schon. Ich lass dich jetzt einfach gleich gehen. Ich hab keine Zeit und überhaupt mein ich. Weißt du, der Ottmar, Gott hab ihn selig, war zu sehr ein Denker, möcht ich sagen. Doch ich geh noch einmal zum Gerstner. Da bin ich hier, soll's nicht gut sein. Aber man hat doch die Sache zu lange entbehren müssen. Na, du wirst das Richtige schon treffen. Morgen ruf ich an. Thank you.
Endlos lange Vorstadtstraße, etwa Linzer Straße. Mietskasernen, Fabrikshallen. Alles schläft. Nur Oberwachmann Sachsel samt Kollegen stapft einher. Ausblick auf Wien, etwa vom Kobenzl oder Nussdorf. Sebastian Kundraters Heurigenschenke. Das Haus im typischen Altwiener Gelb gestrichen. Grüne Heurigentische, Gaslampen, eine Laube, der Fichtenbuschen am Giebel, ein Stakettenzaun und als Abschluss des Hofes ein in die unendliche Tiefe abfallender Weinberg. Lieber Vater Kundrater, das Geschäft mag ich nicht mehr mit.
Was? Sie auch? Drei Tage marschiert die Kreuze quer die Oberösterreich. Die Bauintense, die Wunde hinter mir. Jeden Nächsten sie vor die Schandarme zittern. Und dran war ungefähr und alle so zu. Wir bringen zwei Kilo Mutter und zieht einen Tornen. In diese verblutten Sack, sie wurden letzten Lieben des Menschen. In dieser Gott verlassen Sack. Thank you.
Wieder in der Kärntnerstraße am helllichten Vormittag. Die Büros der Firma Koppreiter sind nun auf Hochglanz geputzt. An den Türen prangen nun goldene Schildchen mit der Aufschrift Generaldirektor Alfred Koppreiter und Generalsekretär Emmerich von Gerestey. Soziale Zwecke, ich
ich weiß. Gewiss. Vergessen Sie nicht, dass ich auch am Steueramt bin. Goner! Ungemütlich wird's doch. Jetzt heißt aufpassen. Schaust du aus? Was machst du? Wann hab ich dich nur das letzte Mal gesehen? Ich weiß, im 17. Jahr im Wirtshaus in Metzcorona. Sonne noch loseten Endstall. Doch hast du mir ein Viertel Wein gezahlt, wegen irgendeiner Wette. Aber jetzt... Ich arbeite in einem Weinberg. Was? Du, ein Offizier? Nein, nein, du kommst recht. Dabei meinen Betrieb zu erweitern, brauche Leute, tüchtige Menschen. Du wirst aber heute Kameraden, kein Widerspruch. Jetzt schau dir zuerst den Betrieb an und dann entscheide selber. Wieder fuhren auf die Hausoffizier, die muss ich im Auge behalten. Vielleicht gibt das Material. Und mit Beobuch Terrestre, Rittmeister Brandstätter. Zeig dem Kameraden, bis er den Betrieb. Wahrscheinlich bleibt er bei uns. Schöne Elisabeth, guten Morgen. Manfred, ich hab den Auftrag erteilt. Zwei Schmuckleine habt ihr. Wer wird das Geld eingezahlt? Ich danke dir, ihr lieben Freunde. Oh!
acht in Wimmersal und Kompanie. Ja, Radradett, wie? Wie? Wimmersal, auch honjerisch, nein, böhmisch und deck, nennt ihr Deutsch-Österreich. Im Dome zu St. Stephan in Wien, in der Nähe eines etwas bekannteren Madonnenbildes. Thank you.
wieder in der Linzer Straße. Alles schläft, niemand wacht. Nur Oberwachmann Sachsel samt Kollegen stapft einher. Vom Kellerleib, von diesem Brandstätte, wenn das Netz am Mord ist, dann heißt Liebe, dass die Polizei nichts tun. Aber wie soll ich am Ende gehen, wenn ich keine Leiche habe? So was will ich denn wohl? Sebastian Kundrat aus heurigen Wirtschaft spätabends. Man sieht die Lichter der Donaubrücken heraufblitzen. Das Riesenrad ganz fern, etc., etc., etc. Kundrat erwartet Gäste und die Schrammeln spielen sich leise ein. Mittel recht sein. Ich danke schön. Pass auf! Da
dass ihnen niemand erwischt. Fräulein, haben Sie endlich ausgestoßen? Der Herr wünscht. Ach, wie eines mir. Hier gibt's nur Geld. Heiß auf, der Spritz. Eine Kavallerie haben Sie hier. Na, die Kavallerie, such ich mir auch anders aus. Falsch ist Ihr Herr von hier. Ja, es ist ein gläserner Offizier, dem es schlecht geht. So, die Herren sind doch meist der Industrie oder in der Politik untergekommen. Oh, mit der Politik hat er gar nichts zu tun. In der Politik kenne ich mich aus. Ah, das ist interessant. Wen setzen Sie sich bis hier zu mir? Fräulein, Sie verdienen viel Geld und es ist äußerst wichtig. Meinen
Wein, zahlt dir, Herr General, die Rettung. Thank you.
Beziehungen. Das kann ich Ihnen ganz billig verschaffen. Übrigens, sind Sie versichert gegen Verbruch? Ich kenne die Nichte von einem Generaldirektor von einer Versicherung. Da kann ich Ihnen ganz billig, ja, also dann mich morgen anrufen. Auf Wiedersehen, adieu, Däschen, bitte. Ein Vorstadtcafé, wie man es in der Nähe der großen Bahnhöfe findet. Eine Sitzkassiererin, die ein grämliches, stereotypes Lächeln zur Schau trägt. An einem Marmortisch Fekete und Ferdinand. Beide sprechen einem giftgrünen Schnaps zu. An anderen Tischen Gäste beiderlei Geschlechts. Sie stieren mit gespenstischer Ruhe in ihre Zeitungen. Ein Grammophon spielt einen Tango und dazu singt eine Stimme im Bariton.
dicker Esel. Erstens ist es patriotisch und zweitens verdienen Sie 5.000 Schilling. 5.000? Sehr richtig, und hier ist ein kleiner Vorschuss. 1.000 Schilling! Schreien brauchen Sie weniger, ich sehe sowieso, was das für Fetzen ist. Also, Sie wissen, was Sie zu tun haben? Sie werden in der Vertrauensmännersitzung vorbringen, dass der Herr Koppreiter einen gewissen Schweißtaler, einen ehemaligen Genossen mit hohen Summen bestochen hat, damit er Streiks in seinen Betrieben verhindern soll. Verstanden? Ja. Das ist erst der Anfang. Und über diese Sitzung werden Sie mir einen Bericht bringen. Ja, aber wenn Sie das eh schon alles wissen, was brauchen Sie noch an mich dazu? Chappel, dass es in der Sitzung vorgebracht worden ist, das muss ich wissen. Na ja, und dieser Schweißtaler, ist das Ganze denn überhaupt wahr? Was geht da aus Ihnen an? Ich hab dich nie. An und zweitens ist es Java. Und dieser Schweißtaler wird seinen Schnabel halten, dafür garantiere ich Ihnen Erich Atmar Rosenbusch. Wie heißt's? Erich Atmar Rosenbusch. Atmar? Sehr wohl Atmar. Ein echt indogermanischer Name, mein Teierster, der der streng völkischen Gesinnung meines Blattes entspricht. Wenn ich zum Beispiel über den Boykott englischer Waren in Indien schreibe, verleiht der Atma dem Artikel besondere Glaubwürdigkeit. Wenn ich hingegen über Pleite von Bloch und Söhne berichte, kommt mir wieder mehr der germanische Rosenbusch zustande. Kapitel? Na ja, und dieser Bericht? Wird in meiner Zeitung erscheinen. In Ihrer Zeitung? Na ja, bei der ich jetzt bin. Ja, aber das ist doch ein kapitalistisches Blatt. Was Sie schon von Politik verstehen. Ja, wem wollen Sie denn noch eigentlich schaden damit? Schaden? Ja, für wen halten Sie mich eigentlich? Die Wahrheit, junger Mann, die Wahrheit über alles. Wer darunter leiden wird, das werden wir schon sehen. Von der sittlichen Aufgabe der Presse scheinen Sie schöne Begriffe zu haben. Trinken Sie noch einen Schnaps und zerbrechen Sie sich nicht anderer Leute kennt. Ach so, 1.000 Schilling. Anfänger. Lassen Sie den Fetzen verschwinden, da kommt wer. Die Herren ein paar Bühnen und den Stücke kostet 1 Schilling. Danke, bin versorgt. Das heißt, gib's her, wir werden's uns ein bisschen anschauen. Das ist doch wieder dieser Kerl, den ich mal draußen gesehen habe. Der spioniert, glaube ich, hinter mir nach. Mir scheint, den muss ich mir mal kaufen. Da schauen's her! Das ist ja dullig! Der Pariser Sittenbilder, das ist nicht ohne! Also bitte, das ist sogar sehr ohne! Und da ist ja meine Schwester. Was? Sapperment, sagen Sie! Ist die teuer? Sie mit Ihren Barmitteln könnten schon was probieren. Zeigen Sie mal her, ist da nicht eine mehr, wie soll ich sagen, eine Totalansicht dabei? Da schaut der Körper vor. Es halte! Die Kreatur mit ihrem Blick vergiften, mit ihrem Muskel und Weinen besessen. Thank you.
Straße. Oberwachmann Sachsel schläft unter einem Schild mit der Aufschrift Sicherheitswache. Straße in der Innenstadt, etwa Weiburggasse, der nagelneu eröffnete Salon Robes Modes Ria.
Natürlich hast du immer recht, Wunzi. Deswegen
dem Zug am Seen, mit Decken muss ich sein. Nur, was ihr denn schon noch zu tun habt, ihn mir auszustrecken. Zu zeigen, wie sie. Auch das Wunder, das Wunder. Ansteigende Villenstraße, etwa Ober-Sankt Veit. Im Hintergrund sieht man die Höhen des Wienerwaldes. Es ist hellichter Tag und die Vögel zwitschern. Von meinem Heurigen zu kosten? Ich? Ja, in größerer Gesellschaft.
Ich war auch der Herr Kopreiter dabei. Ja, es ist zu schwer für mich zu sprechen. Nur gut, wie eine Presse sehen Sie ja nicht aus. Kennen Sie einen Rittmeister Ottmar Brandstätter? Gut, was sagst du denn? Hab ich doch recht gehabt. Haben mit Verlaub gesagt, nicht schön an ihm gehandelt. Aber ich will ja doch. Um den anderen? Nein, das verstehe ich wirklich nicht. Weil ich geglaubt habe, dass der Ottmar tot ist. Ach so, tot? Ach, es war in der Zeitung, dass er sich aufgehängt hat. Und ich habe ihn abgeschnitten. Indem Sie den Kopfreiter laufen lassen, der war sich wieder sehr schlecht, so Ihnen benehmen tut. Das weiß ich nämlich ganz genau von meiner Tochter. Ach so, das ist Ihre Tochter. Ja, leider. Ich weiß alles. Das weiß ich auch nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie ihn wirklich gern haben. Er verdient's und Sie haben mir damals auch sehr entfallen. Sie waren der einzige Mensch. Oh, käme doch Er kommt, wann Sie ihn recht stark lieb haben. Wieder in der Kärntnerstraße. Kolporteure, Firma Kopreiter und Krapovär. Steht doch mit dem Auf der Börse
hab nicht genug aufgepasst. Jetzt müssen wir uns zusammennehmen. Und ich weiß... Ich trau mich gar nicht aufnehmen. Gott, wenn es steckt am Blumen, doch hab ich ja nicht so gezittert. Wie einer der Geld. Sich die Herren die weitere Entwicklung vor. Wirksames Dementi, selbstverständlich ausgeschlossen. Erstens Glotzenmensch und zweitens ist er sicher allen Mann. Was aus dieser Treffliche, na wie hieß der denn? Rosenbusch nachsagt. Ah, Sie haben ganz recht, es ist so. Und Sie sind der Einzige, der Sie sind der Haupt, Sie sind der Hauptbetreiber. Sie übernehmen das Geschäft, Sie kaufen alle Aktien. Ich sehe Sie ja, ruhiger die anderen. Ich rede so, also denkt, haben Sie sich ausgedacht. Warum soll ich denn alles machen? Ich will Ihre schönen neuen Land, oder weil ihr Kriegsfeld. Da vielleicht versteht er was von einer Schießkanone, aber zu mir schämt auch der Wider ihr zu der Bodenquaste. Also in der Stadt, wie ihr macht, nur diese Bolschewiken und mein Judas Geld verbotten, wer soll denn dänische soziale Kunst? Du bin ich, ich muss kriegen. Schießen mit Maxiger Pulke, da muss ich ja lächeln. Also was wollen Sie? Life shift of my love.
Gott, müssen Sie ja schlechter Geschäftsmann sein, wenn Sie so harte Worte für so harmlose Sachen gebrauchen. Herauskommt. Wegen Veruntreuung, gefährlicher Drohung, Betrug, fahrlässiger Glieder. Auf Anzeige von diesem Herrn Kubelik natürlich. Wenn du willst, kann ich dir bis morgen Abend einen falschen Pass besorgen. Mein lieber, guter, armer. Also gut. Ich danke dir. Morgen 7 Uhr Ostbach. Komm, Reiter!
ansteigende Villenstraße, Ober St. Veit in der tiefsten Nacht. Kein Laut regt sich, der stille Platz im Garten in der Nähe der Gittertür zur Straße. Während ich wieder alte Sorgenlosigkeit, drauf los.
zu Haus. Kommt alles, wie es soll, alles und es rat. Das überrascht alle, wenn ich das nicht sein, dann jenem selbst nichts, einer hilft uns dabei, keine Gemeinschaft, keine Politik. Irgendwo verstecken. Ich bitte dich um diese Freundschaft. Gern, lieber Freund. Aber wo? Ich weiß schon. Ich nehme dich mit in diese Praterbude, wo ich jetzt Ausrufer bin. Ich werde dich dort verkleiden. Dort sucht dich kein Mensch. Elisabeth, verzeih mir. Ringstraße in Wien, mit einer Gruppe von Kolporteuren, äußerst friedlich. Ihr heiter bukolisches Lächeln ist dem Inhalt ihrer Nachricht angepasst. In Wien. Man sieht das Riesenrad mit seinen Eisenkonstruktionen, im näheren Umkreis ein paar Buden. Es ist sehr ruhig, früher Nachmittag, sehr wenig Betrieb.
Dort hinten stehen zwei Pauken, auf die haust du drauf und brüllst Melone, 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 so laut du kannst. Weiter! 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 Wei
Thank you.
Kehr aus um St. Stephan. Satire mit Musik aus 1930 von Ernst Krenek. Sie hörten den Mitschnitt der Uraufführung im Ronacher in Wien, aufgenommen am 6. Dezember 1990. Mit einem wie vom Himmel fallenden, hoffnungsvollen Appell beendet Ernst Krenek diese Apokalypse der gestrandeten, gescheiterten und Betrogenen in Wien der 20er Jahre. Sebastian Kundrater, der Weinbauer, Rudolf Mazzola. Sein Sohn Ferdinand, der als glückloser Glücksritter Ferre Conradi genannt wurde, Peter Jelositz. Seine Tochter Maria, die sich den Namen Ria Conradi zulegte, als man sie zur Miss Vienna machte, Lotte Leitner. Ottmar Brandstätter, ehemaliger Offizier, trauernder und zuletzt doch glücklicher Ruhepol inmitten des Kehraus, Herbert Lippert. Alfred Koppreiter, altneuer Industrieller und Liebhaber, Hans Helm. Emmerich von Kerestelli, der Mann mit den besten Beziehungen und Personalchef Koppreiters, Heinz Zetnik. Moritz Feckete alias Schweißtaler alias Erich Atmar Rosenbusch, erst erfolgreicher und zuletzt gelünchter Intrigant, Gottfried Hornig. Elisabeth Torrigiani, ehemalige Gräfin, Verlobte des ehemaligen Offiziers Brandstätter, Dalia Schächter. Nora Rittinghaus, ihre wendehälslerische Freundin, Renate Holm. Und Oberwachmann Sachsel, ständig auf der Suche nach einer nicht vorhandenen Leiche, Jaroslav Steins. Ein Flurwächter, Hans Christian, den Tango sang Renate Holm. Die Rollen der Bülcher, Revolutionäre, Arbeiter, Kolporteure und Schönheitsköniginnen wurden von Mitgliedern des Opernstudios der Wiener Staatsoper gesprochen und gesungen. Die Ortsangaben zu Beginn der Szenen schilderte Markus Weber, der als Spaziergänger das Geschehen beobachtete. Peter Keuschnick dirigierte das Bühnenorchester der österreichischen Bundestheater. Von der Ausstrahlung des Mitschnitts der Uraufführung von Ernst Krenneks Kehraus um St. Stephan verabschiedet sich Christian Scheib.